Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, Marvin ist schon fleißig am Kabel raus zerren, weil wir jetzt noch die D-Säule, müsste das sein, noch filzen müssen, um dann schließlich und endlich mal mit dem Innenausbau anzufangen. In dem Video soll es um den Bettbau bzw. Heckgarage gehen. Wie wir das alles machen, seht ihr jetzt in dem Video. So ihr Lieben, wir haben die D-Säule fertig gefilzt, haben die Kappen noch schwarz lackiert, damit es einfach stimmig aussieht. Der Türdichtungsgummi ging auch einmal frei über die Kante drüber. Ich mache das meistens an solchen Kanten einfach einmal mit dem Feuerzeug so leicht einbrennen oder freibrennen oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Somit geht der Gummi dann, schnipst einfach geschmeidiger drüber. Genau, das haben wir gemacht und wie immer, mit unserem Code HIRBERT5 kriegt ihr bei Adventure Truck auf den Filz und das komplette dazugehörige Sortiment 5%. Jetzt sind wir soweit, dass wir endlich hier hinten anfangen können, unser Bettgestell zu bauen, unsere Heckgarage zu gestalten mit den Schwerlastauszügen und so weiter und so fort. Und damit starten wir jetzt. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich die ersten Profile für unser Bettkonstrukt schon zugeschnitten. Nochmal zwei, drei kleine Worte dazu. Wir verwenden diesmal wieder, wie bei unserem Dachträger schon, 30x30er Aluprofile in Schwarz. Ja, wir denken, oder es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Ganze einfach am Ende viel, viel leichter ist, wie wenn man das mit Holz baut. Und man kann es halt ja immer wieder umbauen, ändern, je nachdem, man schafft sich ja in der Zeit immer die ein oder anderen Sachen noch an. Und wenn dann irgendwas von der Breite her nicht mehr passt, kann man die Aluprofile halt einfach unterm Bett die Querträger ein Stück verschieben und man das Ganze wieder passend bauen.
so wie wir das jetzt auch mit unseren Schwerlastauszügen machen. Kurz zu den Profilen. Wir haben wieder einen Code für euch. Der lautet TKT5. Damit bekommt ihr bei TK Trading 24 5% auf die ganzen Alu-Profile oder ja, andere Alu-Profile, also nicht nur diese Item-Profile. Genau, das tun wir euch auf jeden Fall unten den Link zur Seite und den Code in die Beschreibung packen. Und jetzt werden wir mal unseren oberen Bettkranz, nenne ich es mal, zurechtschneiden, dass wir dann uns eine Höhe ermitteln können, wie hoch unser Bett sitzt oder ja, niedrig, je nachdem. Das machen wir jetzt mal. So, wir widmen uns jetzt mal wieder unserer Heckgarage und wollen das Ganze eigentlich so gut es geht heute fertigstellen. Vielleicht bis auf die Auszüge, aber wenigstens, dass das Grundgestell steht. Wir haben uns jetzt mal unsere große fette Batterie geholt. Die soll nämlich hier hinten hin. Und wir wollen das Ganze so machen, dass diese Profile an der Seite gleich, sage ich mal, die Batterie hier richtig einklemmen, dass die feststeht, nirgendwo mehr hin kann. Die passt nämlich akkurat hier rein. Das passt auch mit dem Radkasten. Und ja, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, weil wir wollen die ganzen Alu-Profile, sage ich mal, mit nicht sichtbaren Eckwinkeln verbinden. Und die musst du halt immer vorher reinziehen und einführen in die Nuten. Genau. Ja, das obere Bettgestell, das haben wir jetzt schon zum vierten Mal auseinandergeschraubt, weil wieder irgendwo zwei Winkel gefehlt haben. Weil man denkt, drei Schritte voraus, aber der vierte fehlt dann wieder und dann stellst du fest, ach, dort muss noch ein Winkel rein, hier muss noch ein Winkel rein. Ja, hab mir das Ganze jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie man das alles umsetzen könnte und machen kann, weil der Wassertank soll ja hier hinten auch gleich wieder, sage ich mal, auf die Achse gleich mit Aluprofilen eingebaut werden, dass der auch fest sitzt. So, zumindest der Plan. Und wir werden jetzt mal das obere Gerüst reinbauen, das wird die Streben. Hier kommen jeweils vorne und in die Mitte. Und hinten haben wir es ja schon, kommt noch eine Stützstrebe an die obere Konstruktion, dass das Bett, sage ich mal, auch nicht in der Mitte durchbiegt. Und daran werden wir dann unsere Schwerlastauszüge befestigen. Genau, wir werden das jetzt mal reinsetzen, werden mal die ersten zwei, drei Sachen zusammenschrauben. Und dann ja, sehen wir weiter, ob wir es wieder auseinanderschrauben oder ob es dann irgendwie so passt. Genau. Na?
So, ihr lieben Leute, unser Grundgestell von unserem Bett haben wir gestern noch zu 95% vervollständigt. Auf dem Boden ist es überall fest. Oben müssen wir das Ganze dann ausrichten und werden das dann auch hier an der Wand verschrauben. Jetzt werden wir den Wassertank einbauen. Der wird dann fix an Ort und Stelle stehen bleiben. Genau, dann werden wir das Mittelteil noch setzen und dann werden wir uns den Schwerlastauszügen widmen. Dazu werden wir aber, haben wir gerade beschlossen, ein separates Video machen, weil ansonsten sprengt das alles irgendwie den Rahmen. Und so kann man das einfach unterteilen. Das Bettgestell ein separates Video und die Auszüge ein separates Video. Genau. Wir werden das Ganze jetzt festschrauben, werden uns die letzten Streben reinsetzen, das Mittelteil noch ermitteln und dann das Lattenrost draufschrauben. Wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angekommen, wie wir das Lattenrost befestigen und die Schwerlastauszüge bzw. halt die Heckgarage gestalten. Das zeigen wir euch in einem separaten Video. Marvin ist jetzt gerade eben mal los, noch Schrauben holen, um dass wir das Ganze hier befestigen können, weil da hat man jetzt nicht die passenden da. Ja, und ansonsten sieht das Ganze doch schon sehr gemütlich aus. Ich denke mal, es wird dann auch mal Zeit, wieder auf einem richtigen Lattenrost zu liegen, als nur auf dem Fußboden. Ist jetzt nicht so bequem. Ja, und ansonsten, wie immer, lasst gerne ein Like da, Kommentar, wie ihr das Ganze findet. Wie gesagt, wir finden, dass es eigentlich ganz gut geworden ist. Das hat man jetzt komplett anders als wie im Crafter. Da haben wir das ja aus Holz gebaut. Das Einzige ist halt jetzt hier mit dem Befestigen. Das ist jetzt nie so einfach wie bei Holz. Da schraubst du es einfach fest. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt hier, ob wir das auch schrauben oder mit Newtonstein. Keine Ahnung, da weiß Marvin besser Bescheid als ich. Das seht ihr aber, wie gesagt, in einem separaten Video. Ansonsten bleibt dran, abonniert gerne den Kanal, auch die Glocke, so werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von uns online kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!